Navigator werde ich nicht. Nee, ist auch gut so. Muss ich ja auch nicht. Nee. Man muss ja auch nicht alles können. Nee, nee. Ich meine, gut, ich würde mich mittlerweile zwar schon freuen, wenn ich irgendwas können würde, aber hey, Hab nicht so hohe Ansprüche. ich bin leicht zufriedenzustellen. Wenn man Genau. schon sonst nichts kann. Ja, ein Pumuckl-Eis und dann ist alles okay. Alter, ich finde diese Eis, es gibt ja auch SpongeBob-Eis und Biene Maya-Eis und die schmecken alle so Ja. scheiße. Ja, das ist einfach nur so ein Ranz irgendwie. Kennst du diese, die gibt's glaube ich immer noch, diese Kaugummi-Eis, die so Ja, wo bist du richtig denn schon wieder künstlich. hin? Ich bin links neben dir gewesen. Bist auch schon wieder zu weit rübergezogen. Wo gehst du denn lang, ey? Nix, Navigator. Ich gehe geradeaus, was willst du von mir? Gehst überhaupt nicht Natürlich geradeaus. gehe ich geradeaus. Nee. Alter. Ja, Auf auf jeden jeden Fall. Fall dieses. Das ist so außen so rosa, ne? Und dann innen so ein komisches Eis und in der Mitte der Stiel ist auch aus Kaugummi, ne? Ja, genau. Ja, das schmeckt richtig scheiße. Hab ich auch ewig nicht mehr gegessen. Das schmeckt so nach Chemie. Also das schmeckt ja wirklich noch nicht mal nach irgendwas gewollt, sondern das schmeckt einfach so künstlich. Ja. Ich habe mir heute ein Magnum Gold oder so gekauft. Ich hatte mal wieder richtig Lust auf Magnum. Einfach dicke Schokolade und groß. Und ja. Hab noch nicht gegessen. Wo bist du? Hier bei diesem Stein. Was für ein Stein? Hier ist so ein Stein. Das ist hier auch ungefähr die Stelle, wo der Sniper war. Der Stein des Anstoßes? Ja, hier. Hier sind diese Büsche. Genau hier war das. Hier! Alter, yo! Warte, wo bist du denn Hier gerade? stand das Zelt doch. Ja, weil ich laufe hier auch gerade rum. Nicht erschrecken Na da. da. Hier stand das doch, Ja, glaube ich, hier war irgendwo. das irgendwo. Boah, Alter. Boah, krass, was für eine Scheiße man sich merken kann, wa? Ja, aber du gehst trotzdem sehr falsch gerade. Aber das. Hä, wieso? Ja, komm mit. Wo willst du denn hin? Da vorne ist doch die Stadt. Wo ist da die Stadt? Da! Wenn du hier durch die Büsche durchguckst, da vorne ist der Ort. Ja, den Weg wollte ich hier auch gerade gehen, nur durch den Wald. Ach so, ja. Ich dachte, du. Und Schnauze mich doch nicht gleich so an hier. ja, du läufst nur die ganze Zeit schon scheiße, deshalb mache ich das einfach Ich schon ist ja mal gar nicht vorsorglich. wahr. Ein Ja, was bisschen denn? Das war schon. doch genau geplant, ey. Direkt nach Westen und dann zack, jetzt brauchen wir direkt nach Norden. Das war genauso geplant, ey. Ja, du mich Ich auch. bitte dich. Ja. Ich wollte nur nicht jetzt auch so cool tun, wie ich nun mal bin. Ja? Also, wenn wir eine dicke Fresse haben, ich glaub's ja nicht. Apropos Dick, kennst du King Cornetto? Nee. Das ist so ein Rieseneis, ja. Das ist, ich glaube, 20 Zentimeter groß, also auch in der Waffe. Ach, es ist auch so eine so der ultra dicken Eistüten, ne? So ein riesig großes Teil, das ist unglaublich. Aber das schmeckt total geil. Und irgendwie schafft man es dann doch am Ende. Hey, Zivilisation! Hallo, Zombie! Zivilisation, ey, endlich ein Zombie. Wow, lass uns doch die Hände schütteln auf. Ja. Dann nicht. Boah, jetzt müsste hier ein Jeep vorbeikommen. Ja, und uns überfahren, ne? Da muss ich gerade wieder an das hier mit Marky denken, wo der hier auf der Straße stand. Ich Auch ein den bisschen verarztet habe und anatisch, auf Malle oder? der Jeep einfach da so drüber gerollt ist. Das war der Hammer. Ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, ich muss echt mal irgendwie so einen Zusammenschnitt machen von dem ganzen Scheiß. Ja, viel Spaß dabei. Ja, vor allem, ich wüsste gar nicht, wo ich das überall Hier, finde. erstmal zu der Scheune. Ja, musst du alles wieder von YouTube runterladen, deine Videos. Nee, ich habe die ganzen Folgen, habe ich alle auf Platte noch. Ja. Ich habe sogar meine ersten Folgen, ich habe alle Let's Play-Folgen noch auf Festplatte. Ja, das ist schön. Ich habe auch noch richtig viele alte. Ist mittlerweile, Eigentlich. glaube ich, zwar auf zwei Festplatten verteilt, weil es sind Ja. mittlerweile über 900 Folgen, glaube ich. Ich habe auch noch einiges. Ich will jetzt nicht unbedingt jede Folge, aber die meisten. Ich habe auch schon so überlegt, was zu löschen, aber ich traue mich einfach nicht. Wozu auch? Wenn du Platz noch. Ich habe jetzt Brennholz. Ja, Feldflaschen! Hier, zwei Stück, eine nehme ich, eine nimmst du. Ja, das war auch immer toll. Die habe ich auch nie befüllt bekommen. Stimmt, ich erinnere mich. Boah, ohne Scheiß. Irgendwie, das müssen wir echt mal irgendwie machen. Echt mal so einen Zusammenschnitt und dann weiß ich, können wir das ja beide nochmal so nachkommentieren oder so. Oh ja, das wäre noch besser. Irgendwie so die großen Momente und dann nochmal nachkommentieren. Irgendwie so.
Ja, irgendwie also die 10 besten. Ja, genau. Play-Momente. Genau, und dann irgendwie mit Directors Kommentar. Ja, die 10 erbärmlichsten Momente. Hallo, stirbst du? Machen. Die 10 langweiligsten, die 10 erbärmlichsten. Ah, gut, nee, langweiligsten muss nicht unbedingt sein, da gab es so viele von. Ja. Da ist ein rotes Haus, lass uns das plündern. Rotes Haus? Wo? Da. Ich komme nicht über den scheiß Zaun. Ich gehe halt außen rum. Und die hier nicht auch rein? Ja. Heatpack. Heatpack. Ist das jetzt endlich mal drin, dass man denn auch frieren kann und so ein Zeug? Ich weiß nicht, es kann sein, aber es hat ja noch nicht geregnet, nichts. Ja. Ja, mal Glück gehabt. Ja, ich bin erstmal gut equipped. Also ich bin im Moment auch echt ganz zufrieden. Bis auf, dass wir vielleicht mal dann irgendwie so ein bisschen Wild fangen könnten, aber... Ja, also ich habe eine Dose irgendwas zu essen und wie viel trinken habe ich? 4 Flaschen, aber ich trinke jetzt mal, ne? Ja, also trinken, ich habe glaube ich noch eine Dose und eine im Rucksack, aber dafür habe ich die Wasserflasche. Das bringt natürlich immens was. Ja, bei mir hat es schon geblinkt jetzt. Links. Erstmal eine Pepsi. Ja. Ich habe, ja gut, essen könnte ich jetzt, aber ich glaube, ich habe eine Dose Sardinen noch oder so. Aber ich warte erst, bis es blinkt. Ja, ja. Warst du jetzt schon im Haus drin? Nee, ich habe auf dich gewartet. Ich wollte dich da jetzt nicht so alleine lassen. Das hier war auch... Hier war auch mal irgendwas. Big Moments in DayZ, Alter. Ich weiß gar nicht, diese blöde Rumlaberei, was wir machen. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gemacht. Da ist ein Revolver. Hier ist eine Enfield. Toilettenpapier! Yay! Und hier liegt irgendein Rucksack. Ein Alice! Ich nehme Alice Pack, jawohl! Du musst die Sachen noch umschichten, ne? Da waren noch Sachen drin? Also in deinem. Also wenn du nichts in deinem hattest, dann musst du da nichts rausholen, aber. Falls du da was drin hattest, musst du die ja noch rausholen. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass ich da Sachen drin habe. Alice Pack open. Nee, war auch nichts mehr drin. Egal, ich kann es jetzt nicht openen, aber ich weiß zumindest, dass es früher immer das Größte war. Das sieht aber sehr klein aus, wenn ich mir das ja so angucke. Ja, aber ich dachte, das hätte... Wahrscheinlich, ich glaube, das hat auch 18 Plätze. Vielleicht haben die ja neue dazu gemacht. Also Alice Pack war auch das Größte, also, aber das sieht nicht so groß aus. Wo steht denn das jetzt, wie groß, wie viel Platz da ist? Ach, ja. Da! Nee, Alice Pack... 16 von 16, hä? Also gehen da nur 16 rein. Cool, mein Rucksack ist größer. Meiner ist größer. Warum 16 von 16? Ja, 16 frei von 16 oder so. Und wenn du was reintust, dann ist es dann das befüllte Ding. Das ist irgendwie total scheiße gemacht. Aha. Ja, der andere hat ja auch 16. Der ist nur mehr getarnt. Dann nehme ich den sogar. Also ohne Schade. Also ich führe den anderen auch. Ja, das LS-Pack sieht irgendwie kacke aus. Und der ist auch 16. Du kannst noch Toilettenpapier mitnehmen, du kannst auch noch einen Revolver mitnehmen. Ich will aber keinen Revolver. Ja, ey, warum soll ich dann das Alice-Pack? Das Alice-Pack ist jetzt eh verschwunden, das ist auch gut so. Finde ich besser, dann kannst du nicht irgendwer anders nehmen. Ich habe aber auch gar keine Revolver-Munition, also behalte ich meine Marke auf. Die liegt doch daneben, die Munition. Ach nee. Ich habe nur halt ein Magazin, ne? Aha. Und ich habe noch anderthalb für die Marke auf da. Und wie gesagt, der Revolver hat nur 6 Schuss da. Ja, ich habe 3 Magazin. Na, 2 und dann noch so ein halbvolles für M1911. Das muss ich mal nachladen überhaupt, da ist noch gar nichts drin. So, wir sind im roten Haus, sonst gibt's hier nichts, aber wir können jetzt, ach, guck mal, kennst du die Namen noch? Wir können jetzt entweder nach Mogilevka oder nach Staroje. Ich kenne die Namen noch, aber ich weiß nicht, wo was ist. Also diesen, also halt eins ist nordöstlich und eins ist nordwestlich. Ich guck mal eben auf die Karte. Hier, ich würde sagen, wir gehen nach Mogilevka, weil da gibt's noch einen Autoplatz. Ja gut, dann gehen wir halt rein. Dann gehen wir nach Nordwesten. Da die Richtung. Dann lass uns mal kurz in den Wald legen. Ich möchte mir eben eine Flasche Wasser holen. Wir können ein bisschen weitergehen. Du musst eine Flasche Wasser holen? Ja, ich habe in echt Durst. Ich möchte mir etwas zu trinken holen. Ach so. Ja, ich habe auch reale Bedürfnisse. So, oh. So, okay. Ja, hinschmeiß. Okay.
Ja, ihr könnt das ja auf jeden Fall mal irgendwie in die Kommentare schreiben oder so, ob ihr das cool finden würdet, wenn ich wirklich mal so einen Zusammenschnitt von diesen ganzen lustigen Momenten mache. Oder eher nicht. Weil ist natürlich auch schon ein gewaltiger Aufwand, das alles zusammenzusuchen, dann nochmal zusammenzuschneiden und sowas alles. Aber insgesamt, vor allem wenn man das nochmal so alles durchgeht, waren ja schon einige lustige Momente dabei. Vorausgesetzt, das guckt überhaupt noch einer. Irgendwie der Set ist ja mittlerweile schon ziemlich alt. Ich weiß nicht, guckt das überhaupt groß noch einer? Ich bin mal gespannt, aber damals ist ja, glaube ich, noch ganz gut angekommen. Und Spaß machen tut's auf jeden Fall nach einer ganzen Weile auf jeden Fall auch wieder. Naja, ich bin mal gespannt. Ich bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Immer fleißig Kommentare schreiben, Kommentare schreiben, Kommentare schreiben. Geld überweisen und hoffentlich ist er jetzt bald wieder mit seiner Wasserflasche da. Wasserflasche, Wasserflasche, Wasserflasche. Ach Mann. Ach schön. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall Richtung Nord, 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 Nordwesten. Richtung Mogilewka, weil wenn wir da sind, dann können wir noch ein bisschen plündern und wenn wir Glück haben, finden wir da noch ein Auto, was wir noch reparieren können. Das wäre ziemlich cool. Dam, 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 da, dam, 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 dam. Dann, dann. Soll ich dir mal die Füße abhacken? Warte mal, ich kann dir den Rucksack öffnen. Ach, scheiße, aber. Hallo! Von denen. Warum bist du aufgestanden? Ui, einfach um aufzustehen. Oh, ich habe voll Nackenschmerzen. Ich sitze hier auch schon viel zu lang. Das kackst doch. Ja, stimmt, ey. Wir haben ja vorhin noch den Dingens aufgenommen. Das Let's Lufthansa. Online bei Sailuins auf dem Kanal, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Kommentieren wir beide zusammen so bescheuerte Free-to-Play-Titel. Die teilweise, naja gut, was wir bisher aufgenommen haben, bis jetzt auf Star Conflict. Hieß das so? Ja, das ist der Konflikt. Bis auf das haben wir bisher, glaube ich, nur ziemlich viel Scheiße gespielt. Also, aber falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal bei dem Silence gucken, beziehungsweise ich habe da auch eine Playlist für gemacht. Da Wie könnt ihr auch mal großzügig. reinschauen. Ja, könnt ihr sehr gerne machen. Auf dem wunderschönen neuen Kanaldesign, was es ja gibt. Oh ja. Das ist ein Traum. Das Das musst macht du da mich jetzt richtig zugeben, das ist froh. einfach ein Traum. Ja, guck nochmal, wo wir hinlaufen müssen. Ja, da. Da ist gut. Ich habe mir sogar noch Gummibärchen mitgebracht, aber das nervt bestimmt, wenn ich die jetzt esse, deshalb. Ja, also ich bitte dich. Du weißt ja, du wirst noch irgendwie so 20 Minuten oder eine halbe Stunde noch zurückhalten können. Okay. Diese Musik, wenn man es Musik nennen kann, mir geht die zum Teil so sehr auf den Sack. Ich weiß gar nicht, was du für eine Musik hörst hier. Es ist ja keine Musik, das ist einfach dieses dumm, dumm, dumm. Das höre Weißt ich du? überhaupt nicht. Hast du ausgemacht, schätze ich. Nö, nicht, dass ich wüsste. Weiß ich, vielleicht kommt's ja auch und ich hab's so sehr ignoriert, dass da einfach schon gar nichts mehr kommt. Also, dass ich das schon gar nicht mehr mitkriege. So ankotzen, das ist. Ah, Gott! Das kannst du dir nicht vorstellen, wie scheiße das ist. Richtig. Oh, hier ist aber offenes Feld. Kuh! Batz! Aber ich meine, okay, wenn hier ein Sniper irgendwo noch wild durch die Gegend guckt, ey, dann Ja, ist auch dann hat er irgendwas. es verdient. Ja, also dann ist auch irgendwas verkehrt mit dem Typen. Voll paranoid, der Typ. Ja, ich kann ja noch im Fernglas erstmal den ganzen Wald hier absuchen, bevor wir losgehen. Ich erinnere mich, wir waren irgendwo mal in einem Wald und dann haben wir was gesehen oder so. Und dann haben wir auch bestimmt 10 Minuten auf dem Boden gehockt, bis wir weiter sind. Ohne dass da irgendwas Ersichtliches war. Ach, das ist blöd. Erzähl doch mal was Neues. Irgendwie, das letzte Mal erinnere ich mich, als wir so einen langen Weg gegangen sind, haben wir über TV-Karten oder Headsets oder sowas geredet. Echt? Ja. Oder ich glaube, Ja. du hast einfach irgendeine TV-Karte da noch einfach reingeschmissen, weil. Weiß nicht, ob du dir eine geholt hattest, kann das sein? Nee, ich habe gar keine.
Was war das denn? Irgendwas hattest du dir da geholt, das musstest du unbedingt da noch erzählen. Ein Döner vielleicht. Boah, Döner wäre jetzt geil. Wie spät haben wir eigentlich? Gucken wir eben auf die Uhr. Warte. Ich guck, Alter, du hast doch eh am Laptop da. 2 Uhr. Was mache ich hier? Ach, hör mal, als wenn man das noch sagen könnte. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen Ego-Sicht. Einfach, weil ich es kann. Boah, jetzt wackelt er eh schon. Jetzt zittert er noch so behindert. Toll. Einfach ein bisschen Headbob dabei. Alter, ich kann auch mitten in die Axt reingucken. Das sieht ja übel aus beim Laufen. Ja, ich mach's. Sieht voll schlimm aus. Sehr cool. Warum zitter ich eigentlich andauernd? Andauernd habe ich sie zittern. Weil du immer noch die ganze Zeit durchzitterst. Wobei ich aber finde, das könnte nach einer Zeit aber automatisch weggehen. Ich habe mir das aber vorhin aber schon mal einmal was gegeben. Ja, ich glaube, danach wurde sie ja, glaube ich, schon wieder vom Zombie angegriffen oder so. Ihr werdet bestimmt andauernd von Zombies angegriffen. Ich peil noch mal eben. Wir sind voll auf Kurs. Yay. Das ist mit Sicherheit richtig spannend, da jetzt zuzugucken, wie wir stumpf die Straße entlang rennen. Ja, ich glaube es auch. Aber deswegen, ich versuche das ja gerade mit so ein bisschen Entertainment aufzufüllen. Ja, Entertainment vor allem bei uns. Lol. Ne, Trollolol. Haha, Roffel, er hat lol gesagt. Mhm. Haha, YOLO. Ich hab da letztens so eine coole andere Bedeutung für gelesen. Das fand ich lustig. Sag an. Ich weiß es nicht mehr, aber ich fand's lustig. Ich wusste es auch 5 Minuten danach nicht mehr. Wo ich mich dran erinnern wollte, um mich nochmal darüber kaputt zu lachen, da wusste ich schon nicht mehr. Ach ja. Also manchmal, glaube ich, bin ich schon ein bisschen schräger Typ, kann das sein? Was? Aber sagen wir mal einfach so, ich denke alternativ. Alternatives Denken. Jetzt sag doch mal. Es ist vielleicht kein schönes Thema, aber da kenne ich so einen, ne? Und der... Der will jetzt macht seinen Realschulabschluss jetzt. Hm. Und hier in Niedersachsen ist das so, dass man halt bei einem Durchschnitt von 3,0 in den drei Hauptfächern und dann nochmal separat 3,0 in den anderen Fächern hat, dass man einen erweiterten kriegt und dann kann man Abi machen. Nach dem Q-Vermerk. Ja, was auch immer. Und ja. Der hat zum Beispiel in Englisch... Warum läuft hier einfach so ein Zombie? Ist ja egal, auf jeden Fall brauchte er ganz dringend jetzt in einer Prüfung im Nachhinein eine 1, um in Mathe eine 2 zu kriegen, um diesen Erweiterten zu bekommen. Hm. Da fragt man sich doch, wenn es so knapp ist, warum dann... Das würde doch eh viel zu schwer, dann Abi zu machen. Das stimmt allerdings. Ey, guck mal, da hinten waren wir auch schon mal. Da hinten das Gerüst, ich erinnere mich. Da habe ich nicht schon mal fast verdurstet. Oh. Gibt's hier irgendwo in meiner Nähe einen See oder so? Ja, dahinter, aber ja, auf unserem Weg, da ist früher oder später kommt da auch noch was. Na? Ja, so, nee, da würde ich auch nicht zwingend Abi machen, wenn ich mich da schon so durchquälen muss, dass ich überhaupt den Q-Vermerk kriege, weil Abi. Warte mal kurz, bevor du weitergehst. In die andere Richtung, da ist ja auch irgend so ein Kaff, da habe ich gerade Häuser gesehen. Ja, aber das sind nur ein paar Häuser, die zusammenstehen. Okay, ja gut, dann sprich weiter. Weil Abi wird ja definitiv nun mal nicht leichter. Nee, vor allem er hatte noch keine zweite Fremdsprache gemacht. Und die muss man ja auch noch anfangen. Ach du Scheiße. Und, nee. Naja. Ah, wie gesagt, Abitur, musst du Bock drauf haben, das ist halt Quälerei. Also ich persönlich, was ich von gehört habe, ich habe ja selber kein Abi, aber ich kenne Leute, die Abitur haben. Es ist halt, du musst dich da halt durchquälen durch dieses Elend. Weil halt viel Scheiße dabei ist, was du halt alles lernen können musst, so, weil in so vielen verschiedenen Sachen halt Mathe und halt die ganzen Fremdsprachen und so eine Scheiße alles. Ja. Was du nachher auch nie wieder brauchen wirst. Ja, das sowieso. Ja.
Wie ja, ich hab's vor. Du willst Abi machen? Ja, ist sehr aufbauend, was du gerade sagst. Ja, 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 da muss man sich drauf einstellen. Das kannst du gut. Ja, ich hab Fachabi. Reicht mir. Ja, nee, das würde ich ja auch machen dann. Ach so. Ja, Fachabi ist aber noch was anderes wie normales Abi. Fachabi geht. Ja, aber danach kannst du ja auch noch studieren in allem. Also ich habe mein Fachabi ja jetzt mit einem Techniker gemacht. vor allem, wenn ich mir dann angehört habe, was die Leute, die halt nur Fachabi gemacht haben, was die dafür alles können mussten und machen mussten. Und ich musste halt nur Mathekurs mitmachen. Einmal in der Woche nachmittags. Ja, also da war es bei mir auf jeden Fall schon eher geschenkt. Ja, nee, bei mir ist das dann so Mediengestaltung und sowas. Also schon so im Bereich Photoshop und so. Ja, sowas finde ich ja auch cool, aber leider auf die Schiene habe ich gar nichts gelernt. Da hat man das halt 4 Stunden die Woche und sonst halt normal so ein Scheiß, ne? Mann. Du schaffst das. Ich, ey, ohne Scheiß, der steht vor mir, ich treffe den nicht. Aber wenigstens hat er mich auch nicht getroffen.